Seit über einem Jahrhundert terrorisieren sie die USA. Brutale Hetzer, die unzählige Morde begangen haben an Männern, Frauen und sogar Kindern. Unter ihren weißen Kapuzen und weiten Roben lauern Geheimnisse. Sie sind gefährlich. Alle Menschen sind gleich. Dieser Satz ist ihnen verhasst. Umstritten. Das FBI und der Clan hatten eine ideologische Schnittmenge. Der Clan hält sich für patriotisch. Und bedrohlich. Sie halten eine weiße Revolution für die einzige Lösung. Vieles wurde unter Verschluss gehalten. Bis jetzt. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren, was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörung? Gibt es ein Geheimbuch der USA? I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Dienstag, 20. Januar 2009. Wahlsieger Barack Obama wird als 44. Präsident der USA vereidigt. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Er ist der erste Afroamerikaner, der das höchste Amt der USA antritt. Rekordverdächtige 2 Millionen Menschen versammeln sich auf der National Mall, um dem Ereignis beizuwohnen. Weltweit verfolgen es zig Millionen vor dem Fernseher. Am Tag seiner Amtseinführung liegt Obamas Zustimmungsrate in der Bevölkerung bei fast 70%. Aber nicht alle Amerikaner teilen die Begeisterung. Manche sind entsetzt, dass ihr Präsident kein Weißer ist. Dazu zählt auch eine kleine, aber gefährliche Gruppe von immer mehr Männern und Frauen, die Obamas Amtszeit nutzen will, um Angst und Hass zu schüren. Der Ku Klux Klan. Die Wahl von Barack Obama im November 2008 war für rassistische Gruppierungen wie den Ku Klux Klan ein echter Schlag. Davor hatten sie sich seit Jahren gefürchtet. Ein Afroamerikaner als mächtigster Mann der Vereinigten Staaten. Sie sorgten sich, dass das weiße Amerika, die weiße Kultur und die Nation untergehen. Dass die Traditionen, die Amerika groß gemacht haben, von einer sozialistischen Vielfaltsgesellschaft mit Füßen getreten werden. Für sie ist eine weiße Revolution die einzige Lösung. Eine ausgewachsene Revolution, bei der du jeden abknallst, bis dein Ziel erreicht ist. Aber wie groß, einflussreich und gefährlich ist der Ku Klux Klan? Und wie anfällig sind die heutigen USA für die Rassenhasspropaganda dieser Organisation? Es gibt mehr Clan-Gruppierungen als je zuvor. Schätzungen gehen von 5.000 bis 8.000 Clan-Mitgliedern aus, die über die gesamte USA verteilt sind. Die Geschichte zeigt, je stärker eine Gruppe zersplittert, und das trifft besonders auf den Clan zu, desto brutaler wird ihre Vorgehensweise, weil niemand die Radikalen in den eigenen Reihen kontrolliert. Obwohl der globale und innere Terrorismus immer mehr zunimmt, mag es überraschen, dass die US-Regierung den Ku Klux Klan zwar als rassistisch, nicht aber als rechtswidrig einstuft.
Aber auch wenn die wenigsten Amerikaner die rassistischen Ansichten des Clans teilen, fallen sie unter die verfassungsmäßige Redefreiheit. We want them to take their sorry selves back to Mexico and stay out of our country. Laut US-Verfassung besteht auch dann das Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn die Botschaft einer Gruppierung anstößig ist. Sollte die US-Regierung nicht ein Interesse daran haben, die geheimen Machenschaften des Ku Klux Klan zu unterbinden? Zurzeit hat der Klan relativ wenige Mitglieder. Aber wen zieht es überhaupt in seine Reihen? In der Masse fühlt man sich stark und sicher. Wer einsam ist, sucht Gleichgesinnte und kann sich dort als Teil einer Gruppe fühlen, seine Ansichten teilen. Wie Tausende vor ihm tritt Johnny Lee Clary aus Baton Rouge, Louisiana, dem Clan in einer besonders schwierigen Phase seines Lebens bei. Damals ist er 14, hat den Selbstmord seines Vaters miterlebt und wurde von seiner alkoholkranken Mutter verstoßen. In diesem Land herrscht massiver Rassismus gegen Weiße, und zwar in Form von positiver Diskriminierung. Clary sieht David Duke im Fernsehen, einen der Anführer des Ku Klux Klan. Er findet ihn sympathisch und fühlt sich angesprochen. David Duke drückte sich weniger krass aus, aber immer noch äußerst kontrovers. Er jonglierte mit Reizwörtern wie Drogen, Kriminalität und Quotenregelung. Wasser auf die Mühlen vieler Mittelständler in den Südstaaten. Aber er verzichtete auf die rassistische Färbung früherer Jahre. Duke galt damals als furchterregendes neues Gesicht der weißen Vorherrschaft und möglicher zukünftiger Präsident der USA. Johnny Lee Clary schreibt dem wortgewandten, charismatischen Anführer einen Fanbrief. Kurz darauf bekommt er Besuch von einem Clan-Mitglied, das ihn rekrutieren will. Er sagte, du hattest ein schreckliches Leben. Kein Kind sollte so etwas durchmachen. Aber ich habe gute Nachrichten. Ku Klux Klan kommt vom griechischen Wort Kyklos, das bedeutet Kreis. Und Klan ist schottisch und steht für Familie. Wir sind also ein Familienkreis. Genau das, was du brauchst. Damals hätte mich jede Gruppierung damit gekriegt. Durch Zufall war es eben der Ku Klux Klan. Für den Klan ist Clary leichte Beute. Mit wirksamen Propagandamethoden wird er zum rassistischen, antisemitischen Fußsoldaten umerzogen. Sie lehrten mich, Juden zu hassen. Ich wusste nicht mal, was ein Jude ist. Sie sagten, Juden seien böse und hätten sich gegen uns verschworen. Das haben sie mir eingetrichtert. Clary lernt auch die geheimen Codes und Kommunikationsmethoden des Clans. Zum Beispiel der geheime Händedruck. Du triffst einen Clansmann und schüttelst ihm die Hand. Dabei drehst du sie so rum. Er dreht deine andersrum. Das wird seit Jahrzehnten gemacht. Oder du nimmst beim Händedruck diese beiden Finger und drückst sie ans Handgelenk, den Daumen nach oben, und die Hände drehen. Der Clan hat viele Codewörter und Phrasen, um sich jederzeit zu erkennen. Das Akronym KIGY steht für Clansmann, ich grüße dich. AYAK bedeutet, bist du ein Clansmann? Die Antwort lautet AKIA, ein Clansmann bin ich. Clary legt auch die charakteristische Robe des Clans an, das sogenannte Ruhmesgewand. Ich weiß noch, wie ich die Robe das erste Mal anzog. Ich fand's cool und hätte am liebsten drin geschlafen. Ich war jung und voll dabei. 16 Jahre lang arbeitet sich Clary in der Clan-Hierarchie nach oben. Bis zum Anführer der White Knights of the Ku Klux Klan in Mississippi, der militantesten Clan-Organisation der USA. Die Morde und Gewalttaten dieser subversivsten aller Geheimorganisationen werden angeblich akribisch von der US-Regierung dokumentiert.
Doch warum duldet sie deren Fortbestand? Und kommen die Rekrutierer immer noch an die Haustür? Oder bedienen sie sich modernerer, zeitgemäßer Methoden, um Schäfchen anzulocken? Heute nutzt der Ku Klux Klan ein wirksames, neues Werkzeug, um seine Mitglieder schneller und unbemerkter zu rekrutieren als je zuvor. Das Internet. Rassistische Gruppierungen, besonders der Ku Klux Klan, sind ganz vorne dabei, wenn es um die Nutzung neuer Kommunikationsmittel geht. Anfang 1995 stellte Klan-Mitglied Donald Black die erste große rassistische, nationalistische Website ins Netz. Sie heißt Stormfront und erfreut sich bis heute größter Beliebtheit unter den Hass-Websites. Sie sind online sehr aktiv. Der Klan hat verschiedene Websites und Foren, in denen man kommunizieren kann. Aber das effektivste Mittel, um aus neugierigen Beobachtern aktive Mitglieder für den Geheimbund zu machen, ist noch immer die persönliche Ansprache. Dabei haben die Klan-Mitglieder sowohl Männer als auch Frauen im Visier. Junge, Arme, Arbeitslose und Ungebildete. Ich war Großkriegel von Oklahoma, also PR-Mann, zuständig für die Rekrutierung. Ich verfolgte in der Zeitung, wo Farmer ihre Höfe verloren oder wo Fabriken geschlossen wurden. Da bin ich dann hin und habe gesagt, seht ihr, die Regierung betrügt euch. Ich gab den Juden die Schuld oder wem auch immer. Sie hörten mir zu und fragten, wo soll ich unterschreiben? Ich bin dabei. Mit der Taktik habe ich viele angeworben. Ich habe Untergruppen organisiert und neue Claverns gebildet, Ortsgruppen. Ich war mit einer Freundin im Café. Wir trafen uns mit zwei Clansmännern. Sie erzählten, dass sie zu einem Treffen im Clavern gehen. Wir wussten damals nicht, was das bedeutet. Das ist das Vereinsheim der Ortsgruppe. Der genaue Ort war geheim. Sie haben uns die Augen verbunden und uns im Auto durch die Gegend gefahren, bis wir nicht mehr wussten, wo wir sind. Daran sieht man, wie jung und dumm wir damals waren. Es grenzt an ein Wunder, dass wir nicht irgendwo im Wald geendet sind. Wir waren einfach zwei dumme Schulmädchen, die gegen alles und jeden rebellierten. Doch wo liegen die Wurzeln dieser berüchtigten, von Hass getriebenen Geheimorganisation? Und warum konnte man sie bis heute kaum für ihre illegalen Machenschaften zur Rechenschaft ziehen? Pulaski, Tennessee, 1865. Es ist die Wiederaufbauphase nach dem brutalen Bürgerkrieg. Die besiegten Südstaatler, darunter viele ehemalige Sklavenhalter, sehen sich oft der Gnade politischer Profiteure und habgieriger Opportunisten aus dem Norden ausgesetzt. Was den meisten aber der wohl größte Dorn im Auge ist, sind ehemalige Sklaven, die nun politischen Einfluss erlangen. Nach dem Bürgerkrieg kamen die ersten frei gewählten Afroamerikaner in Amt und Würden, zum Beispiel im Kongress. Ein echter Schlag ins Gesicht für Südstaatler, die glaubten, Afroamerikanern weit überlegen zu sein. Das Gesetz war nun nicht mehr auf ihrer Seite und da nahmen sie ihr Anliegen selbst in die Hand. Allen voran die terroristische Gruppierung des Ku Klux Klan. Die Stimmung ist der perfekte Nährboden für rassistisch gefärbte Selbstjustiz. Der Klan wurde 1865 von sechs jungen und gebildeten Südstaatenoffizieren gegründet. Sie schüchterten die oft abergläubischen ehemaligen Sklaven ein und hielten sie so davon ab, ihre Rechte wahrzunehmen. Sie ritten mit ihren Pferden durch Lager, in denen befreite Sklaven lebten.
Und viele von ihnen dachten, sie würden von den Geistern der Südstaaten Offiziere heimgesucht. Nach Berichten über das Vorgehen der Gruppe in Tennessee entstehen andernorts weitere Clan-Gruppierungen, die bei Nacht und Nebel Patrouille reiten. Wagen sich Afroamerikaner nächtens aus dem Haus, werden sie geschlagen und ausgepeitscht. Aber der Clan hat nicht nur ehemalige Sklaven im Visier. Es ist kaum bekannt, dass der Clan auch häufig weiße Frauen angriff. Die wollten sie doch eigentlich schützen. Es waren meist Frauen aus dem Norden, die befreiten Sklaven das Lesen beibrachten. Viele von ihnen wurden von Clansmännern vergewaltigt, geteert und gefedert oder ausgepeitscht. Bei einem Geheimtreffen in Nashville im April 1867 wollen sich die einzelnen Clan-Gruppierungen zu einer einheitlichen paramilitärischen Untergrundorganisation zusammenschließen. Das sogenannte Unsichtbare Reich soll die weiße Vorherrschaft wiederherstellen, indem das von der Regierung beschlossene Wahlrecht ausgehebelt wird, das viele Südstaatler für verfassungswidrig halten. Die Südstaaten hat es immer gestört, dass sich Washington in vermeintlich lokale Fragen einmischte. Sie fanden, jeder Bundesstaat solle eigenständig über die Einführung von Bürgerrechten für Afroamerikaner entscheiden. Das könne nicht auf Bundesebene geschehen. Nach dem Bürgerkrieg hatte die Regierung in Washington eindeutig mehr Macht als vorher und damit mehr Einfluss auf das Leben in Amerika. Das ist bis heute so. Obwohl es nicht gelingt, alle Clan-Gruppierungen in einer Organisation zusammenzuschließen, wächst ihr Einfluss. Die Ziele sind simpel. Sie wollen das Wahlrecht für Schwarze aushebeln und mit allen Mitteln Angst und Schrecken verbreiten. Versammlungsorte von Afroamerikanern, besonders Kirchen und Schulen, werden zu Zielscheiben. Wenn du sicher gehen willst, dass sie ungebildet bleiben, brenn ihre Schulen nieder. Und die Kirchen brennst du nieder, weil sie den Mittelpunkt ihrer Gemeinschaft bilden und die Menschen dort gestärkt werden. So hält man eine Gesellschaft klein. Und darin war der Clan sehr gut. Auch Lynchmorde und Erschießungen sind beliebte Methoden des Clans. Zügellose Gesetzlosigkeit greift um sich. Der Clan und andere rechtsextreme Gruppierungen ermordeten allein in Louisiana mehr als 3000 Menschen. Und das nur, um das Wahlrecht der Schwarzen zu untergraben. Aber der grassierende rassistische Terror im Süden bleibt in Washington nicht unbemerkt. Am 20. April 1871 unterzeichnet Präsident Ulysses S. Grant den Ku Klux Act. Der Erlass erleichtert Inhaftierungen und ermöglicht den Einsatz militärischer Truppen, um in den Südstaaten die Ordnung wiederherzustellen. Er ist ebenso umstritten wie wirksam. Dieser Erlass stutzte dem Clan die Krallen. Er erklärte jegliche Handlungen für illegal, die sich gegen das Wahlrecht amerikanischer Bürger richteten. Der Clan scheint ein für allemal ausgerottet. Seine Kapuzenreiter und mythischen Traditionen werden zu Relikten der Vergangenheit. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts lassen neue gesellschaftliche Probleme den Clan wieder auferstehen. Als unerwarteter Verbündeter tritt eine faszinierende neue Technologie auf den Plan, die den Geheimbund größer und mächtiger werden lässt als je zuvor. Der Spielfilm. Medienberichte über Gewalt und Rassenhass haben dem Ku Klux Klan schon immer in die Hände gespielt.
Über Angst, Vorurteile und Paranoia rekrutiert der Clan Gleichgesinnte und verbreitet so noch mehr Hass. Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Boden für diese Saat besonders fruchtbar. Die industrielle Revolution hat Millionen arbeitswilliger Immigranten über Ellis Island in die Vereinigten Staaten geführt. Sie alle wollen den amerikanischen Traum leben. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kamen viele Einwanderer ins Land. Darunter viele Menschen jüdischen Glaubens aus slawischen Staaten, also aus Osteuropa. Und von dort kamen auch viele Katholiken. Mitten in diesem kulturellen und technologischen Boom kommt eine Innovation auf, die vielleicht den größten Einfluss hat: der Spielfilm. Und eines der vielleicht größten Geheimnisse des Clans ist, dass ein Film ihn größer und bedrohlicher werden ließ als je zuvor. Die Geburt einer Nation erzählt die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs und der Wiederaufbaujahre aus Sicht zweier amerikanischer Familien. Viele bejubeln das Leinwand-Epos als Meisterwerk, aber für andere ist er ein filmgewordener Albtraum. Die Geburt einer Nation sorgte überall in den USA für großen Wirbel. Der Film schlug ein wie eine Bombe. Er glorifiziert ganz klar die Rolle des Ku Klux Klan nach dem Bürgerkrieg. Regisseur Griffith baute den Film auf zwei Romanen auf: The Klansman und The Leopard Spots, beide von Thomas Dixon. Griffith erweckte den Eindruck, dass anständige weiße Südstaatler sich erhoben, um sich vor den furchtbaren Schwarzen zu schützen. Interessanterweise nahmen das nicht nur Weiße im Süden für voll, sondern auch im Norden. Bei den Vorführungen kommt es zu Tumulten. Viele Städte verbieten den Film. Aber in einigen überraschenden Kreisen stößt er nicht nur auf Zustimmung, sondern wird förmlich gefeiert. Die Geburt einer Nation wurde auch im Weißen Haus gezeigt. Und Präsident Wilson soll gesagt haben, es ist, als schriebe man Geschichte mit Blitzstrahlen. Aber eine Gruppe sieht in dem Film weder ein beeindruckendes Kunstwerk noch tendenziöse historische Fiktion. Für sie ist er sprudelnder Quell der Inspiration und Lockmittel. Die Geburt einer Nation stellt den Clan als Kraft dar, die das Land unter weißer Vorherrschaft wiedervereint. Teil ihrer Propaganda war nicht nur der Hass auf bestimmte Gruppen, sondern auch auf die Entwicklung der USA. Wachsende Industrialisierung und Verstädterung, gepaart mit dem Niedergang von Moral und weißem Protestantismus. Nach der Premiere des Films in Atlanta, Georgia, versammelt der frühere Methodistenprediger William J. Simmons eine Gruppe gleichgesinnter Aktivisten am Stone Mountain. Ein neuer Ku Klux Klan entsteht. Aber dieser Clan ist nicht nur gegen Schwarze, sondern auch gegen Verstädterung, Kommunismus, Immigranten, Katholiken und vor allem Juden. Die Roben und andere Ikonografie entnimmt Simmons dem Film. Weitere Informationen über den Ursprungsklan und dessen Traditionen findet er in Dixons Roman. Das brennende Kreuz stammt aus Dixons The Clansman. Der hat es von Walter Scott, der es in der schottischen Highland-Tradition beschrieb, als Cran Tara. Bei einer Kriegserklärung wurde ein brennendes Kreuz von Clan zu Clan getragen, um zu den Waffen zu rufen. Erstmals in seiner Geschichte führt der Clan kein Schattendasein, sondern wird zu einer der größten und mächtigsten politischen Gruppierungen der Vereinigten Staaten. Mitte der 20er Jahre wird die Zahl seiner Mitglieder auf rund 5 Millionen geschätzt.
Der Klan verbreitete sich im ganzen Land. Pennsylvania, Ohio, Indiana, Kansas, sogar westlich bis nach Oregon. Vielerorts war man auf die Unterstützung des Klans angewiesen, um in ein Amt gewählt zu werden. In seiner Hochphase hat der Klan 75 Kongressmitglieder und mindestens 16 US-Senatoren in seinen Reihen. Gäbe es ein Geheimbuch der USA über den Ku Klux Klan, wären die meisten Amerikaner überrascht, wie viele prominente Mitglieder er hatte. Bevor Hugo Black an den obersten Gerichtshof kam, war er Senator und anfangs auch Mitglied des Klans. Die Ironie ist, dass Black während seiner langen Dienstzeit am obersten Gerichtshof ziemlich liberal auftrat und den Klan später sogar offen ablehnte. Das heißt nicht unbedingt, dass er seine Ansichten geändert hatte. Insgeheim kann er daran festgehalten haben. Diese Richter haben große Macht. Immerhin legen sie die Gesetze aus. Eine bessere Position, um eigene Ziele umzusetzen, gibt es wohl nicht. Einige behaupten sogar, ein Clansmann hätte es bis ins höchste Amt des Landes geschafft, ins Weiße Haus. Beweise gibt es allerdings keine. Aber ein bekannter Senator war tatsächlich ein mächtiges und einflussreiches Mitglied des Ku Klux Klan, Senator Robert Byrd aus West Virginia. Mit Anfang 20 engagierte sich Robert Byrd für längere Zeit im Ku Klux Klan in West Virginia. Auch später machte er sich für einige ihrer Ideen stark. Er hat für den Klan rekrutiert und war fest darin verankert. Er sprach sich offen für den Klan aus, als er erstmals für den Senat kandidierte. Obwohl sich Byrd später vom Klan distanziert und eine erfolgreiche Karriere durchläuft, finden es manche besorgniserregend, dass es überhaupt Politiker gibt, die dem Klan beitreten. Ihre Begründungen sind schon amüsant. Ohne die Mitgliedschaft in der Ortsgruppe des Clans wäre ich jetzt kein erfolgreicher Politiker. Oder ich hielt es damals für richtig, es war eine Jugendsünde. Aber das ist kein wirklich neues Problem. Als die US-Steuerbehörde 1944 eine Nachzahlung in Höhe von $685.000 vom Klan fordert, löst er sich offiziell als nationale Organisation auf. Einige mutmaßen jedoch, dass dieses zweite Kapitel in der Geschichte des Clans aus anderen, geheimen Gründen zu Ende ging. Die zweite Ära des Clans fand nach einem Sex- und Geldskandal ein jähes Ende. Und vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit dem Amerika-Deutschen Bund zusammenarbeiten zu wollen, war auch nicht besonders hilfreich. Während des Weltkriegs versinkt der Clan in der Bedeutungslosigkeit, seine Tage scheinen gezählt. Aber wie die Südstaaten, aus denen er stammt, sollte auch der Ku Klux Klan noch lange nicht am Ende sein. Am 17. Mai 1954 erklärt der oberste Gerichtshof der USA die bis dato gesetzlich verankerte Rassentrennung an Schulen für verfassungswidrig. Von vielen Weißen und Afroamerikanern gefeiert, holt dieses Urteil diverse Clan-Gruppierungen aus der Versenkung. Eine neue Welle der Gewalt und Einschüchterung gegen Bürgerrechtsaktivisten rollt durch die USA. Als sich Dr. Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung dem Süden zuwandten, traten viele dem Klan bei. Sie wollten sich nicht vom Norden vorschreiben lassen, wie sie zu leben hatten. Die New Yorker hätten es sicher auch nicht gern, wenn Südstaatler ihnen ihre Lebensweise überstülpen wollten. Überall im Süden kämpfte der Klan mit Gewalt dagegen an, dass Afroamerikaner wählen und studieren durften, dass die Rassentrennung in Restaurants und überall in der Öffentlichkeit abgeschafft wurde. In ganz Mississippi brannten Kreuze. Der Klan bedrohte Bürgerrechtler in ihren Häusern. Es wurde auf Menschen geschossen und gemordet.
In Washington beauftragt das Justizministerium FBI-Beamte damit, die Aktivitäten des Clans zu beobachten und der Gewalt Einhalt zu gebieten. Allerdings gibt es nur wenige Festnahmen und kaum Verurteilungen. Aber warum? Hat das FBI ganz andere, geheime Pläne? Aus Sicht von FBI-Direktor J. Edgar Hoover war die Bürgerrechtsbewegung zumindest kommunistenfreundlich. Er verachtete Martin Luther King. Hoover war nicht gerade ein Freund des Clans. Er betrachtete ihn sicher als terroristische Vereinigung, aber er hatte mehr die Bürgerrechtler im Visier. Es gab Fälle, in denen das FBI einzelne Straftaten recht kontrovers behandelte, insbesondere Gewaltdelikte. FBI-Beamte definierten Gewalt oft recht liberal. Ein Terrorakt wie ein brennendes Kreuz in einem Garten, da kam ja eigentlich niemand zu Schaden. Die Gewaltakte des Clans drohen außer Kontrolle zu geraten. Unter dem kollektiven Druck von Bürgerrechtlern und lokaler Polizei setzt das FBI ein geheimes Spionageabwehrprogramm in Kraft, COINTELPRO. Es wurde 1956 in der Hochphase des Kalten Krieges entwickelt und richtete sich gegen ausländische Gefahren für die nationale Sicherheit, wie den Kommunismus. COINTELPRO ermöglichte es zum Beispiel, V-Leute in Gruppierungen einzuschleusen. Keine ganz unumstrittene Maßnahme. Das FBI ging so flächendeckend vor, dass irgendwann eine Clan-Fraktion die andere beschuldigte, nur noch aus Informanten statt aus Clan-Kämpfern zu bestehen. V-Leute helfen dabei, mehrere spektakuläre Verbrechen aufzuklären. So auch den Mord an Viola Liuzzo. Die fünffache Mutter aus Detroit war 1965 nach Alabama gereist, um die Bürgerrechtsbewegung zu unterstützen. Viola Liuzzo, die im Süden Wähler registrieren wollte, wurde auf der Straße von Selma nach Montgomery erschossen. Die Tat wurde schon am nächsten Tag aufgeklärt. Gary Rowe, ein Informant, saß mit im Fahrzeug und konnte dem FBI den Tathergang schildern. Mit den Jahren bewirkt der Einsatz von Informanten, dass sowohl die Moral als auch das Gefühl der Sicherheit im Clan nachlassen. In den 80ern verliebte ich mich Hals über Kopf in eine Frau. Ich führte sie in den Clan ein. Nahm sie zu allen Treffen mit, erzählte ihr, wer den Clan unterstützt und woher das Geld kommt, was als nächstes ansteht und so weiter. Ich erzählte ihr einfach alles, weil sie mich glauben ließ, dass sie mich liebte. Als rauskam, dass sie eine Informantin war, machten sich rivalisierende Clans über die White Knights lustig. Sie machten mich total schlecht. Wie könnt ihr Johnny Clary trauen? Der hat nicht gecheckt, dass seine Freundin fürs FBI arbeitet. Aber als ich mit 14 angeworben wurde, hieß es noch, wir werden deine Familie. Du wirst nie mehr allein sein. Da dachte ich mir, wenn das meine Familie ist, will ich lieber keine. Am 27. Februar 2007 verkündet FBI-Direktor Robert Mueller die Gründung einer Sonderermittlungskommission. Sie soll über 100 ungeklärte Morde neu aufrollen, die in den 50er und 60er Jahren während der Bürgerrechtskämpfe verübt wurden. Do everything we can to close these cases and to close this dark chapter in our nation's history. Protecting the civil rights of all Americans is one of the FBI's highest missions. Whether the violations occurred 4 days ago or 40 years ago. Aber warum nimmt das FBI den Clan und seine Straftaten erst jetzt so gezielt ins Visier? Gibt es für das lange Zögern womöglich einen Grund, der unter Verschluss gehalten wird? Am 6. November 2012 wird US-Präsident Obama im Amt bestätigt. Anders als noch vor 4 Jahren hat er den Wahlkampf nur knapp für sich entschieden. Das Land hat die Krise noch nicht überwunden.
Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Staatsverschuldung steigt. Themen wie das Gesundheitswesen, die Rechte Homosexueller, das Recht auf Abtreibung, Waffenkontrolle und gerechte Besteuerung spalten die Bevölkerung. Der Ku Klux Klan hat nicht vor, diese Fragen zu lösen, sondern für seine Zwecke zu nutzen. Mindestens eine Klan-Gruppierung unterstützte Obama, in der Hoffnung, die Lage würde sich verschlechtern. Zum Teil ging die Rechnung auf. Seit Obamas Wahl gibt es einen enormen Anstieg organisierter Hassgruppen in Amerika. Wird der Ku Klux Klan einmal mehr auferstehen? Seit Beginn des Jahrtausends hat der Klan diverse Ereignisse erfolgreich für sich nutzen können. Zum Beispiel die Anschläge vom 11. September. Oder auch die Zuwanderung. Derzeit sind Immigranten und die gleichgeschlechtliche Ehe große Themen. Der Klan sucht sich eben raus, was aktuell die Gemüter erhitzt. Die Clan-Gruppierungen haben gelernt, auf dem Schirm zu bleiben. Steht ihr Name auf einem Schild irgendwo am Highway, gibt es sofort einen Aufruhr und Verbotsanträge. Aber Fakt ist, dass der Clan das Recht hat, so etwas zu tun. Egal wie furchtbar man diese Gruppierung auch finden mag. Vielleicht noch perfider als die Rekrutierungstaktiken des Clans ist seine Fähigkeit, ähnlich gesinnte Hassgruppen zu inspirieren und zu mobilisieren. Der Clan hat keinen direkt nachweisbaren Einfluss auf die große Politik, aber er versteht es, Verschwörungstheorien zu streuen und Rassenhass in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Und der wird dann von angeseheneren und einflussreicheren Gruppen aufgegriffen. Der Clan hat auch begonnen, sich im Verborgenen mit anderen gewaltbereiten rassistischen Gruppierungen zu verbünden, wie der Christian Identity, dem National Socialist Movement und der National Alliance. Everywhere the non-whites go, they destroy this land. Aber was ist ihr geheimer Plan für die Zukunft Amerikas? In den Schriften von Clan-Gruppierungen und ihren Gleichgesinnten geht es inzwischen nicht mehr so sehr darum, das Land zu erretten, sondern darum, einen eigenständigen Staat der Weißen zu schaffen. Was sie an der Unabhängigkeitserklärung am meisten hassen, ist der Satz: Alle Menschen sind gleich. Als die Nazis und Skinheads auf der Bildfläche erschienen, hieß es nur noch Mord und Totschlag. Sie wollen eine rein weiße Welt, ohne Juden, ohne Mexikaner, ohne Schwarze. Sie bereiten sich ständig auf den sogenannten Rassenkrieg vor. Darum dreht sich alles. Wenn die Zeit gekommen ist, musst du deine Rasse verteidigen. Dann ging es darum, Amerika zu stürzen und dass sie Amerika hassen. Sie wollen eine ausgewachsene Revolution im ganzen Land, ohne Stimmzettel, sondern mit Sturmgewehr. Befindet sich Amerika also mit dieser kleinen, aber unvermindert hasserfüllten Organisation im Krieg? Stellt der Ku Klux Klan mit programmatischer Intoleranz, Rassenhass und Gewalt wirklich eine Gefahr dar? Wenn je eine terroristische Gruppierung Einfluss in den USA hatte, dann der Ku Klux Klan. Es geht nicht um freie Meinungsäußerung oder um verfassungsmäßige Rechte. Hier geht es um Selbstsucht und um Menschen, die meinen, nur ihre Rechte seien wichtig. Solange der Klan diese Haltung vertritt, besteht definitiv Grund zur Sorge, egal wie klein er ist. Eben weil der Clan als Inbegriff weißer Vorherrschaft gilt, wird er nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden.
Seit seiner Gründung im Jahr 1865 gab es viele Versuche, dem Ku Klux Klan den Boden zu entziehen, ihn rechtlich zu belangen oder sogar zu verbieten. Aber er hält sich hartnäckig. Wie ein Geschwür frisst er sich durch das amerikanische Rechtssystem, geschützt von den verfassungsmäßigen Freiheiten, die er selbst untergraben will. Aber wird er damit Erfolg haben? Könnte der Ku Klux Klan Amerika in einen neuen Bürgerkrieg stürzen? Dieses Mal in einen Rassenkrieg. Es wäre gefährlich zu glauben, dass so etwas in Amerika nicht möglich ist. Wasser auf die Mühlen vieler Mittelständler in den Südstaaten. Aber er verzichtete auf die rassistische Färbung früherer Jahre. Duke galt damals als furchterregendes neues Gesicht der weißen Vorherrschaft und möglicher zukünftiger Präsident der USA. Johnny Lee Clary schreibt dem wortgewandten, charismatischen Anführer einen Fanbrief. Kurz darauf bekommt er Besuch von einem Clan-Mitglied, das ihn rekrutieren will. Er sagte, du hattest ein schreckliches Leben. Kein Kind sollte so etwas durchmachen. Aber ich habe gute Nachrichten. Ku Klux Klan kommt vom griechischen Wort Kyklos, das bedeutet Kreis. Und Klan ist schottisch und steht für Familie. Wir sind also ein Familienkreis. Genau das, was du brauchst. Damals hätte mich jede Gruppierung damit gekriegt. Durch Zufall war es eben der Ku Klux Klan. Für den Klan ist Clary leichte Beute. Mit wirksamen Propagandamethoden wird er zum rassistischen, antisemitischen Fußsoldaten umerzogen. Sie lehrten mich, Juden zu hassen. Ich wusste nicht mal, was ein Jude ist. Sie sagten, Juden seien böse und hätten sich gegen uns verschworen. Das haben sie mir eingetrichtert. Clary lernt auch die geheimen Codes und Kommunikationsmethoden des Clans. Zum Beispiel der geheime Händedruck. Du triffst einen Clansmann und schüttelst ihm die Hand. Dabei drehst du sie so rum. Er dreht deine andersrum. Das wird seit Jahrzehnten gemacht. Oder du nimmst beim Händedruck diese beiden Finger und drückst sie ans Handgelenk, den Daumen nach oben, und die Hände drehen. Der Clan hat viele Codewörter und Phrasen, um sich jederzeit zu erkennen. Das Akronym KIGY steht für Clansmann, ich grüße dich. AYAK bedeutet, bist du ein Clansmann? Die Antwort lautet AKIA, ein Clansmann bin ich. Clary legt auch die charakteristische Robe des Clans an, das sogenannte Ruhmesgewand. Ich weiß noch, wie ich die Robe das erste Mal anzog. Ich fand's cool und hätte am liebsten drin geschlafen. Ich war jung und voll dabei. 16 Jahre lang arbeitet sich Clary in der Clan-Hierarchie nach oben. Bis zum Anführer der White Knights of the Ku Klux Klan in Mississippi, der militantesten Clan-Organisation der USA. Die Morde und Gewalttaten dieser subversivsten aller Geheimorganisationen werden angeblich akribisch von der US-Regierung dokumentiert. Doch warum duldet sie deren Fortbestand? Und kommen die Rekrutierer immer noch an die Haustür? Oder bedienen sie sich modernerer, zeitgemäßer Methoden, um Schäfchen anzulocken? Heute nutzt der Ku Klux Klan ein wirksames neues Werkzeug, um seine Mitglieder schneller und unbemerkter zu rekrutieren als je zuvor: das Internet. Rassistische Gruppierungen, besonders der Ku Klux Klan, sind ganz vorne dabei, wenn es um die Nutzung neuer Kommunikationsmittel geht.
Anfang 1995 stellte Clan-Mitglied Donald Black die erste große rassistische, nationalistische Website ins Netz. Sie heißt Stormfront und erfreut sich bis heute größter Beliebtheit unter den Hass-Websites. Sie sind online sehr aktiv. Der Clan hat verschiedene Websites und Foren, in denen man kommunizieren kann. Aber das effektivste Mittel, um aus neugierigen Beobachtern aktive Mitglieder für den Geheimbund zu machen, ist noch immer die persönliche Ansprache. Dabei haben die Clan-Mitglieder sowohl Männer als auch Frauen im Visier. Junge, Arme, Arbeitslose und Ungebildete. Ich war Großkriegel von Oklahoma, also PR-Mann, zuständig für die Rekrutierung. Ich verfolgte in der Zeitung, wo Farmer ihre Höfe verloren oder wo Fabriken geschlossen wurden. Da bin ich dann hin und hab gesagt, seht ihr, die Regierung betrügt euch. Ich gab den Juden die Schuld oder wem auch immer. Sie hörten mir zu und fragten, wo soll ich unterschreiben? Ich bin dabei. Mit der Taktik habe ich viele angeworben. Ich habe Untergruppen organisiert und neue Claverns gebildet, Ortsgruppen. Ich war mit einer Freundin im Café. Wir trafen uns mit zwei Clansmännern. Sie erzählten, dass sie zu einem Treffen im Clavern gehen. Wir wussten damals nicht, was das bedeutet. Das ist das Vereinsheim der Ortsgruppe. Der genaue Ort war geheim. Sie haben uns die Augen verbunden und uns im Auto durch die Gegend gefahren, bis wir nicht mehr wussten, wo wir sind. Daran sieht man, wie jung und dumm wir damals waren. Es grenzt an ein Wunder, dass wir nicht irgendwo im Wald geendet sind. Wir waren einfach zwei dumme Schulmädchen, die gegen alles und jeden rebellierten. Doch wo liegen die Wurzeln dieser berüchtigten, von Hass getriebenen Geheimorganisation? Und warum konnte man sie bis heute kaum für ihre illegalen Machenschaften zur Rechenschaft ziehen? Pulaski, Tennessee, 1865. Es ist die Wiederaufbauphase nach dem brutalen Bürgerkrieg. Die besiegten Südstaatler, darunter viele ehemalige Sklavenhalter, sehen sich oft der Gnade politischer Profiteure und habgieriger Opportunisten aus dem Norden ausgesetzt. Was den meisten aber der wohl größte Dorn im Auge ist, sind ehemalige Sklaven, die nun politischen Einfluss erlangen. Den größten Einfluss hat der Spielfilm. Und eines der vielleicht größten Geheimnisse des Clans ist, dass ein Film ihn größer und bedrohlicher werden ließ als je zuvor. Die Geburt einer Nation erzählt die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs und der Wiederaufbaujahre aus Sicht zweier amerikanischer Familien. Viele bejubeln das Leinwand-Epos als Meisterwerk, aber für andere ist er ein filmgewordener Albtraum. Die Geburt einer Nation sorgte überall in den USA für großen Wirbel. Der Film schlug ein wie eine Bombe. Er glorifiziert ganz klar die Rolle des Ku Klux Klan nach dem Bürgerkrieg. Regisseur Griffith baute den Film auf zwei Romanen auf, The Klansman und The Leopard Spots, beide von Thomas Dixon. Griffith erweckte den Eindruck, dass anständige weiße Südstaatler sich erhoben, um sich vor den furchtbaren Schwarzen zu schützen. Interessanterweise nahmen das nicht nur Weiße im Süden für voll, sondern auch im Norden. Bei den Vorführungen kommt es zu Tumulten. Viele Städte verbieten den Film. Aber in einigen überraschenden Kreisen stößt er nicht nur auf Zustimmung, sondern wird förmlich gefeiert. Die Geburt einer Nation wurde auch im Weißen Haus gezeigt. Und Präsident Wilson soll gesagt haben, es ist, als schriebe man Geschichte mit Blitzstrahlen.
Aber eine Gruppe sieht in dem Film weder ein beeindruckendes Kunstwerk noch tendenziöse historische Fiktion. Für sie ist er sprudelnder Quell der Inspiration und Lockmittel. Die Geburt einer Nation stellt den Clan als Kraft dar, die das Land unter weißer Vorherrschaft wiedervereint. Teil ihrer Propaganda war nicht nur der Hass auf bestimmte Gruppen, sondern auch auf die Entwicklung der USA. Wachsende Industrialisierung und Verstädterung, gepaart mit dem Niedergang von Moral und weißem Protestantismus. Nach der Premiere des Films in Atlanta, Georgia, versammelt der frühere Methodistenprediger William J. Simmons eine Gruppe gleichgesinnter Aktivisten am Stone Mountain. Ein neuer Ku Klux Klan entsteht. Aber dieser Klan ist nicht nur gegen Schwarze, sondern auch gegen Verstädterung, Kommunismus, Immigranten, Katholiken und vor allem Juden. Die Roben und andere Ikonografie entnimmt Simmons dem Film. Weitere Informationen über den Ursprungsklan und dessen Traditionen findet er in Dixons Roman. Das brennende Kreuz stammt aus Dixons The Clansman. Der hat es von Walter Scott, der es in der schottischen Highland-Tradition beschrieb als Cran Tara. Bei einer Kriegserklärung wurde ein brennendes Kreuz von Clan zu Clan getragen, um zu den Waffen zu rufen. Erstmals in seiner Geschichte führt der Clan kein Schattendasein, sondern wird zu einer der größten und mächtigsten politischen Gruppierungen der Vereinigten Staaten. Mitte der 20er Jahre wird die Zahl seiner Mitglieder auf rund 5 Millionen geschätzt. Der Clan verbreitete sich im ganzen Land. Pennsylvania, Ohio, Indiana, Kansas, sogar westlich bis nach Oregon. Vielerorts war man auf die Unterstützung des Clans angewiesen, um in ein Amt gewählt zu werden. In seiner Hochphase hat der Clan 75 Kongressmitglieder und mindestens 16 US-Senatoren in seinen Reihen. Gäbe es ein Geheimbuch der USA über den Ku Klux Klan, wären die meisten Amerikaner überrascht, wie viele prominente Mitglieder er hatte. Bevor Hugo Black an den obersten Gerichtshof kam, war er Senator und anfangs auch Mitglied des Clans. Die Ironie ist, dass Black während seiner langen Dienstzeit am obersten Gerichtshof ziemlich liberal auftrat und den Clan später sogar offen ablehnte. Das heißt nicht unbedingt, dass er seine Ansichten geändert hatte. Insgeheim kann er daran festgehalten haben. Diese Richter haben große Macht. Immerhin legen sie die Gesetze aus. Eine bessere Position, um eigene Ziele umzusetzen, gibt es wohl nicht. Einige behaupten sogar, ein Clansmann hätte es bis ins höchste Amt des Landes geschafft, ins Weiße Haus. Beweise gibt es allerdings keine. Aber ein bekannter Senator war tatsächlich ein mächtiges und einflussreiches Mitglied des Ku Klux Klan, Senator Robert Byrd aus West Virginia. Mit Anfang 20 engagierte sich Robert Byrd für längere Zeit in Ku Klux Klan in West Virginia. Auch später machte er sich für einige ihrer Ideen stark. Er hat für den Klan rekrutiert und war fest darin verankert. Er sprach sich offen für den Klan aus, als er erstmals für den Senat kandidierte. Obwohl sich Byrd später vom Klan distanziert und eine erfolgreiche Karriere durchläuft, finden es manche besorgniserregend, dass es überhaupt Politiker gibt, die dem Clan beitreten. Ihre Begründungen sind schon amüsant. Ohne die Mitgliedschaft in der Ortsgruppe des Clans wäre ich jetzt kein erfolgreicher Politiker. Oder ich hielt es damals für richtig, es war eine Jugendsünde. Aber das ist kein wirklich neues Problem.
Als die US-Steuerbehörde 1944 eine Nachzahlung in Höhe von $685.000 vom Clan fordert, löst er sich offiziell als nationale Organisation auf. Einige mutmaßen jedoch, dass dieses zweite Kapitel in der Geschichte des Clans aus anderen, geheimen Gründen zu Ende ging. Die zweite Ära des Clans fand nach einem Sex- und Geldskandal ein jähes Ende. Und vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit dem Amerika-Deutschen Bund zusammenarbeiten zu wollen, war auch nicht besonders hilfreich. Während des Weltkriegs versinkt der Clan in der Bedeutungslosigkeit, seine Tage scheinen gezählt. Aber wie die Südstaaten, aus denen er stammt, sollte auch der Ku Klux Klan noch lange nicht am Ende sein. Am 17. Mai 1954 erklärt der oberste Gerichtshof der USA die bis dato gesetzlich verankerte Rassentrennung an Schulen für verfassungswidrig. Von vielen Weißen und Afroamerikanern gefeiert, holt dieses Urteil diverse Clan-Gruppierungen aus der Versenkung. Eine neue Welle der Gewalt und Einschüchterung gegen Bürgerrechtsaktivisten rollt durch die USA. Als sich Dr. Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung dem Süden zuwandten, traten viele dem Clan bei. Sie wollten sich nicht vom Norden vorschreiben lassen, wie sie zu leben hatten. Die New Yorker hätten es sicher auch nicht gern, wenn Südstaatler ihnen ihre Lebensweise überstülpen wollten. Überall im Süden kämpfte der Clan mit Gewalt dagegen an, dass Afroamerikaner wählen und studieren durften, dass die Rassentrennung in Restaurants und überall in der Öffentlichkeit abgeschafft wurde. In ganz Mississippi brannten Kreuze. Der Clan bedrohte Bürgerrechtler in ihren Häusern. Es wurde auf Menschen geschossen und gemordet. In Washington beauftragt das Justizministerium FBI-Beamte damit, die Aktivitäten des Clans zu beobachten und der Gewalt Einhalt zu gebieten. Allerdings gibt es nur wenige Festnahmen und kaum Verurteilungen. Aber warum? Hat das FBI ganz andere, geheime Pläne? Aus Sicht von FBI-Direktor J. Edgar Hoover war die Bürgerrechtsbewegung zumindest kommunistenfreundlich. Er verachtete Martin Luther King. Hoover war nicht gerade ein Freund des Clans. Er betrachtete ihn sicher als terroristische Vereinigung, aber er hatte mehr die Bürgerrechtler im Visier. Es gab Fälle, in denen das FBI einzelne Straftaten recht kontrovers behandelte, insbesondere Gewaltdelikte. FBI-Beamte definierten Gewalt oft recht liberal. Ein Terrorakt wie ein brennendes Kreuz in einem Garten, da kam ja eigentlich niemand zu Schaden. Die Gewaltakte des Clans drohen außer Kontrolle zu geraten. Unter dem kollektiven Druck von Bürgerrechtlern und lokaler Polizei setzt das FBI ein geheimes Spionageabwehrprogramm in Kraft, COINTELPRO. Es wurde 1956 in der Hochphase des Kalten Krieges entwickelt und richtete sich gegen ausländische Gefahren für die nationale Sicherheit, wie den Kommunismus. COINTELPRO ermöglichte es zum Beispiel, V-Leute in Gruppierungen einzuschleusen. Keine ganz unumstrittene Maßnahme. Das FBI ging so flächendeckend vor, dass irgendwann eine Clan-Fraktion die andere beschuldigte, nur noch aus Informanten statt aus Clan-Kämpfern zu bestehen. V-Leute helfen dabei, mehrere spektakuläre Verbrechen aufzuklären. So auch den Mord an Viola Liuzzo. Die fünffache Mutter aus Detroit war 1965 nach Alabama gereist, um die Bürgerrechtsbewegung zu unterstützen. Viola Liuzzo, die im Süden Wähler registrieren wollte, wurde auf der Straße von Selma nach Montgomery erschossen. Die Tat wurde schon am nächsten Tag aufgeklärt. Gary Rowe, ein Informant, saß mit im Fahrzeug und konnte dem FBI den Tathergang schildern.
Mit den Jahren bewirkt der Einsatz von Informanten, dass sowohl die Moral als auch das Gefühl der Sicherheit im Clan nachlassen. In den 80ern verliebte ich mich Hals über Kopf in eine Frau. Ich führte sie in den Clan ein, nahm sie zu allen Treffen mit, erzählte ihr, wer den Clan unterstützt und woher das Geld kommt, was als nächstes ansteht und so weiter. Ich erzählte ihr einfach alles, weil sie mich glauben ließ, dass sie mich liebte. Als rauskam, dass sie eine Informantin war, machten sich rivalisierende Clans über die White Knights lustig. Sie machten mich total schlecht. Wie könnt ihr Johnny Clary trauen? Der hat nicht gecheckt, dass seine Freundin fürs FBI arbeitet. Aber als ich mit 14 angeworben wurde, hieß es noch, wir werden deine Familie. Du wirst nie mehr allein sein. Da dachte ich mir, wenn das meine Familie ist, will ich lieber keine. Am 27. Februar 2007 verkündet FBI-Direktor Robert Mueller die Gründung einer Sonderermittlungskommission. Sie soll über 100 ungeklärte Morde neu aufrollen, die in den 50er und 60er Jahren während der Bürgerrechtskämpfe verübt wurden. Everything we can to close these cases and to close this dark chapter in our nation's history. Protecting the civil rights of all Americans is one of the FBI's highest missions. Whether the violations occurred 4 days ago or 40 years ago. Aber warum nimmt das FBI den Clan und seine Straftaten erst jetzt so gezielt ins Visier? Gibt es für das lange Zögern womöglich einen Grund, der unter Verschluss gehalten wird? Am 6. November 2012 wird US-Präsident Obama im Amt bestätigt. Anders als noch vor 4 Jahren hat er den Wahlkampf nur knapp für sich entschieden. Nach dem Bürgerkrieg kamen die ersten frei gewählten Afroamerikaner in Amt und Würden, zum Beispiel im Kongress. Ein echter Schlag ins Gesicht für Südstaatler, die glaubten, Afroamerikanern weit überlegen zu sein. Das Gesetz war nun nicht mehr auf ihrer Seite und da nahmen sie ihr Anliegen selbst in die Hand. Allen voran die terroristische Gruppierung des Ku Klux Klan. Die Stimmung ist der perfekte Nährboden für rassistisch gefärbte Selbstjustiz. Der Clan wurde 1865 von 6 jungen und gebildeten Südstaatenoffizieren gegründet. Sie schüchterten die oft abergläubischen ehemaligen Sklaven ein und hielten sie so davon ab, ihre Rechte wahrzunehmen. Sie ritten mit ihren Pferden durch Lager, in denen befreite Sklaven lebten. Und viele von ihnen dachten, sie würden von den Geistern der Südstaatenoffiziere heimgesucht. Nach Berichten über das Vorgehen der Gruppe in Tennessee entstehen andernorts weitere Clan-Gruppierungen, die bei Nacht und Nebel Patrouille reiten. Wagen sich Afroamerikaner nächtens aus dem Haus, werden sie geschlagen und ausgepeitscht. Aber der Clan hat nicht nur ehemalige Sklaven im Visier. Es ist kaum bekannt, dass der Clan auch häufig weiße Frauen angriff. Die wollten sie doch eigentlich schützen. Es waren meist Frauen aus dem Norden, die befreiten Sklaven das Lesen beibrachten. Viele von ihnen wurden von Clansmännern vergewaltigt, geteert und gefedert oder ausgepeitscht. Bei einem Geheimtreffen in Nashville im April 1867 wollen sich die einzelnen Clan-Gruppierungen zu einer einheitlichen paramilitärischen Untergrundorganisation zusammenschließen. Das sogenannte Unsichtbare Reich soll die weiße Vorherrschaft wiederherstellen, indem das von der Regierung beschlossene Wahlrecht ausgehebelt wird, das viele Südstaatler für verfassungswidrig halten. Die Südstaaten hat es immer gestört, dass sich Washington in vermeintlich lokale Fragen einmischte. Sie fanden, jeder Bundesstaat solle eigenständig über die Einführung von Bürgerrechten für Afroamerikaner entscheiden. Das könne nicht auf Bundesebene geschehen.
And so it does become a states' rights problem. Nach dem Bürgerkrieg hatte die Regierung in Washington eindeutig mehr Macht als vorher und damit mehr Einfluss auf das Leben in Amerika. Das ist bis heute so. Obwohl es nicht gelingt, alle Clan-Gruppierungen in einer Organisation zusammenzuschließen, wächst ihr Einfluss. Die Ziele sind simpel. Sie wollen das Wahlrecht für Schwarze aushebeln und mit allen Mitteln Angst und Schrecken verbreiten. Versammlungsorte von Afroamerikanern, besonders Kirchen und Schulen, werden zu Zielscheiben. Wenn du sicher gehen willst, dass sie ungebildet bleiben, brenn ihre Schulen nieder. Und die Kirchen brennst du nieder, weil sie den Mittelpunkt ihrer Gemeinschaft bilden und die Menschen dort gestärkt werden. So hält man eine Gesellschaft klein. Und darin war der Clan sehr gut. Auch Lynchmorde und Erschießungen sind beliebte Methoden des Clans. Zügellose Gesetzlosigkeit greift um sich. Der Clan und andere rechtsextreme Gruppierungen ermordeten allein in Louisiana mehr als 3000 Menschen. Und das nur, um das Wahlrecht der Schwarzen zu untergraben. Aber der grassierende rassistische Terror im Süden bleibt in Washington nicht unbemerkt. Am 20. April 1871 unterzeichnet Präsident Ulysses S. Grant den Ku Klux Act. Der Erlass erleichtert Inhaftierungen und ermöglicht den Einsatz militärischer Truppen, um in den Südstaaten die Ordnung wiederherzustellen. Er ist ebenso umstritten wie wirksam. Dieser Erlass stutzte dem Clan die Krallen. Er erklärte jegliche Handlungen für illegal, die sich gegen das Wahlrecht amerikanischer Bürger richteten. Der Clan scheint ein für allemal ausgerottet. Seine Kapuzenreiter und mythischen Traditionen werden zu Relikten der Vergangenheit. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts lassen neue gesellschaftliche Probleme den Clan wieder auferstehen. Als unerwarteter Verbündeter tritt eine faszinierende neue Technologie auf den Plan, die den Geheimbund größer und mächtiger werden lässt als je zuvor. Der Spielfilm. Medienberichte über Gewalt und Rassenhass haben dem Ku Klux Klan schon immer in die Hände gespielt. Über Angst, Vorurteile und Paranoia rekrutiert der Clan Gleichgesinnte und verbreitet so noch mehr Hass. Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Boden für diese Saat besonders fruchtbar. Die industrielle Revolution hat Millionen arbeitswilliger Immigranten über Ellis Island in die Vereinigten Staaten geführt. Sie alle wollen den amerikanischen Traum leben. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kamen viele Einwanderer ins Land. Darunter viele Menschen jüdischen Glaubens aus slawischen Staaten, also aus Osteuropa. Und von dort kamen auch viele Katholiken. Mitten in diesem kulturellen und technologischen Boom kommt eine Innovation auf, die vielleicht den... Seit über einem Jahrhundert terrorisieren sie die USA. Brutale Hetzer, die unzählige Morde begangen haben an Männern, Frauen und sogar Kindern. Unter ihren weißen Kapuzen und weiten Roben lauern Geheimnisse. Sie sind gefährlich. Alle Menschen sind gleich. Dieser Satz ist ihnen verhasst. Umstritten. Das FBI und der Clan hatten eine ideologische Schnittmenge. Der Clan hält sich für patriotisch. Und bedrohlich. Sie halten eine weiße Revolution für die einzige Lösung.
Vieles wurde unter Verschluss gehalten. Bis jetzt. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren, was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Dienstag, 20. Januar 2009. Wahlsieger Barack Obama wird als 44. Präsident der USA vereidigt. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Er ist der erste Afroamerikaner, der das höchste Amt der USA antritt. Rekordverdächtige 2 Millionen Menschen versammeln sich auf der National Mall, um dem Ereignis beizuwohnen. Weltweit verfolgen es zig Millionen vor dem Fernseher. Am Tag seiner Amtseinführung liegt Obamas Zustimmungsrate in der Bevölkerung bei fast 70%. Aber nicht alle Amerikaner teilen die Begeisterung. Manche sind entsetzt, dass ihr Präsident kein Weißer ist. Dazu zählt auch eine kleine, aber gefährliche Gruppe von immer mehr Männern und Frauen, die Obamas Amtszeit nutzen will, um Angst und Hass zu schüren. Der Ku Klux Klan. Die Wahl von Barack Obama im November 2008 war für rassistische Gruppierungen wie den Ku Klux Klan ein echter Schlag. Davor hatten sie sich seit Jahren gefürchtet. Ein Afroamerikaner als mächtigster Mann der Vereinigten Staaten. Sie sorgten sich, dass das weiße Amerika, die weiße Kultur und die Nation untergehen. Dass die Traditionen, die Amerika groß gemacht haben, von einer sozialistischen Vielfaltsgesellschaft mit Füßen getreten werden. Für sie ist eine weiße Revolution die einzige Lösung. Eine ausgewachsene Revolution, bei der du jeden abknallst, bis dein Ziel erreicht ist. Aber wie groß, einflussreich und gefährlich ist der Ku Klux Klan? Und wie anfällig sind die heutigen USA für die Rassenhasspropaganda dieser Organisation? Es gibt mehr Clan-Gruppierungen als je zuvor. Schätzungen gehen von 5.000 bis 8.000 Clan-Mitgliedern aus, die über die gesamte USA verteilt sind. Die Geschichte zeigt, je stärker eine Gruppe zersplittert, und das trifft besonders auf den Clan zu, desto brutaler wird ihre Vorgehensweise, weil niemand die Radikalen in den eigenen Reihen kontrolliert. Obwohl der globale und innere Terrorismus immer mehr zunimmt, mag es überraschen, dass die US-Regierung den Ku Klux Klan zwar als rassistisch, nicht aber als rechtswidrig einstuft. Aber auch wenn die wenigsten Amerikaner die rassistischen Ansichten des Clans teilen, fallen sie unter die verfassungsmäßige Redefreiheit. We want them to take their sorry sales back to Mexico and stay out of our country. Laut US-Verfassung besteht auch dann das Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn die Botschaft einer Gruppierung anstößig ist. Sollte die US-Regierung nicht ein Interesse daran haben, die geheimen Machenschaften des Ku Klux Klan zu unterbinden? Zurzeit hat der Klan relativ wenige Mitglieder.
Aber wen zieht es überhaupt in seine Reihen? In der Masse fühlt man sich stark und sicher. Wer einsam ist, sucht Gleichgesinnte und kann sich dort als Teil einer Gruppe fühlen, seine Ansichten teilen. Wie Tausende vor ihm tritt Johnny Lee Clary aus Baton Rouge, Louisiana, dem Clan in einer besonders schwierigen Phase seines Lebens bei. Damals ist er 14, hat den Selbstmord seines Vaters miterlebt und wurde von seiner alkoholkranken Mutter verstoßen. In diesem Land herrscht massiver Rassismus gegen Weiße, und zwar in Form von positiver Diskriminierung. Clary sieht David Duke im Fernsehen, einen der Anführer des Ku Klux Klan. Er findet ihn sympathisch und fühlt sich angesprochen. David Duke drückte sich weniger krass aus, aber immer noch äußerst kontrovers. Er jonglierte mit Reizwörtern wie Drogen, Kriminalität und Quotenregelung. 1995 stellte Clan-Mitglied Donald Black die erste große rassistische, nationalistische Website ins Netz. Sie heißt Stormfront und erfreut sich bis heute größter Beliebtheit unter den Hass-Websites. Sie sind online sehr aktiv. Der Clan hat verschiedene Websites und Foren, in denen man kommunizieren kann. Aber das effektivste Mittel, um aus neugierigen Beobachtern aktive Mitglieder für den Geheimbund zu machen, ist noch immer die persönliche Ansprache. Dabei haben die Clan-Mitglieder sowohl Männer als auch Frauen im Visier. Junge, Arme, Arbeitslose und Ungebildete. Ich war Groß Kriegel von Oklahoma, also PR-Mann, zuständig für die Rekrutierung. Ich verfolgte in der Zeitung, wo Farmer ihre Höfe verloren oder wo Fabriken geschlossen wurden. Da bin ich dann hin und habe gesagt, seht ihr, die Regierung betrügt euch. Ich gab den Juden die Schuld oder wem auch immer. Sie hörten mir zu und fragten, wo soll ich unterschreiben? Ich bin dabei. Mit der Taktik habe ich viele angeworben. Ich habe Untergruppen organisiert und neue Claverns gebildet, Ortsgruppen. Ich war mit einer Freundin im Café. Wir trafen uns mit zwei Clansmännern. Sie erzählten, dass sie zu einem Treffen im Clavern gehen. Wir wussten damals nicht, was das bedeutet. Das ist das Vereinsheim der Ortsgruppe. Der genaue Ort war geheim. Sie haben uns die Augen verbunden und uns im Auto durch die Gegend gefahren, bis wir nicht mehr wussten, wo wir sind. Daran sieht man, wie jung und dumm wir damals waren. Es grenzt an ein Wunder, dass wir nicht irgendwo im Wald geendet sind. Wir waren einfach zwei dumme Schulmädchen, die gegen alles und jeden rebellierten. Doch wo liegen die Wurzeln dieser berüchtigten, von Hass getriebenen Geheimorganisation? Und warum konnte man sie bis heute kaum für ihre illegalen Machenschaften zur Rechenschaft ziehen? Pulaski, Tennessee, 1865. Es ist die Wiederaufbauphase nach dem brutalen Bürgerkrieg. Die besiegten Südstaatler, darunter viele ehemalige Sklavenhalter, sehen sich oft der Gnade politischer Profiteure und habgieriger Opportunisten aus dem Norden ausgesetzt. Was den meisten aber der wohl größte Dorn im Auge ist, sind ehemalige Sklaven, die nun pulpen. Aber was ist ihr geheimer Plan für die Zukunft Amerikas? In den Schriften von Clan-Gruppierungen und ihren Gleichgesinnten geht es inzwischen nicht mehr so sehr darum, das Land zu erretten, sondern darum, einen eigenständigen Staat der Weißen zu schaffen. Was sie an der Unabhängigkeitserklärung am meisten hassen, ist der Satz, alle Menschen sind gleich. Als die Nazis und Skinheads auf der Bildfläche erschienen, hieß es nur noch Mord und Totschlag. Sie wollen eine rein weiße Welt, ohne Juden, ohne Mexikaner, ohne Schwarze.
They want to commit genocide on the Anglo-American race, and they'll punish you. They're always preparing for that. Sie bereiten sich ständig auf den sogenannten Rassenkrieg vor. Darum dreht sich alles. Wenn die Zeit gekommen ist, musst du deine Rasse verteidigen. Dann ging es darum, Amerika zu stürzen und dass sie Amerika hassen. Sie wollen eine ausgewachsene Revolution im ganzen Land, ohne Stimmzettel, sondern mit Sturmgewehr. Befindet sich Amerika also mit dieser kleinen, aber unvermindert hasserfüllten Organisation im Krieg? Stellt der Ku Klux Klan mit programmatischer Intoleranz, Rassenhass und Gewalt wirklich eine Gefahr dar? Wenn je eine terroristische Gruppierung Einfluss in den USA hatte, dann der Ku Klux Klan. Es geht nicht um freie Meinungsäußerung oder um verfassungsmäßige Rechte. Hier geht es um Selbstsucht und um Menschen, die meinen, nur ihre Rechte seien wichtig. Solange der Clan diese Haltung vertritt, besteht definitiv Grund zur Sorge, egal wie klein er ist. Eben weil der Clan als Inbegriff weißer Vorherrschaft gilt, wird er nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden. Seit seiner Gründung im Jahr 1865 gab es viele Versuche, dem Ku Klux Klan den Boden zu entziehen, ihn rechtlich zu belangen oder sogar zu verbieten. Aber er hält sich hartnäckig. Wie ein Geschwür frisst er sich durch das amerikanische Rechtssystem, geschützt von den verfassungsmäßigen Freiheiten, die er selbst untergraben will. Aber wird er damit Erfolg haben? Könnte der Ku Klux Klan Amerika in einen neuen Bürgerkrieg stürzen? Dieses Mal in einen Rassenkrieg. Es wäre gefährlich. Oklahoma, also PR-Mann, zuständig für die Rekrutierung. Ich verfolgte in der Zeitung, wo Farmer ihre Höfe verloren oder wo Fabriken geschlossen wurden. Da bin ich dann hin und hab gesagt, seht ihr, die Regierung betrügt euch. Ich gab den Juden die Schuld oder wem auch immer. Sie hörten mir zu und fragten, wo soll ich unterschreiben? Ich bin dabei. Mit der Taktik habe ich viele angeworben. Ich habe Untergruppen organisiert und neue Claverns gebildet, Ortsgruppen. Ich war mit einer Freundin im Café. Wir trafen uns mit zwei Clansmännern. Sie erzählten, dass sie zu einem Treffen im Clavern gehen. Wir wussten damals nicht, was das bedeutet. Das ist das Vereinsheim der Ortsgruppe. Der genaue Ort war geheim. Sie haben uns die Augen verbunden und uns im Auto durch die Gegend gefahren, bis wir nicht mehr wussten, wo wir sind. Daran sieht man, wie jung und dumm wir damals waren. Es grenzt an ein Wunder, dass wir nicht irgendwo im Wald geendet sind. Wir waren einfach zwei dumme Schulmädchen, die gegen alles und jeden rebellierten. Doch wo liegen die Wurzeln dieser berüchtigten, von Hass getriebenen Geheimorganisation? Und warum konnte man sie bis heute kaum für ihre illegalen Machenschaften zur Rechenschaft ziehen? Pulaski, Tennessee, 1865. Es ist die Wiederaufbauphase nach dem brutalen Bürgerkrieg. Die besiegten Südstaatler, darunter viele ehemalige Sklavenhalter, sehen sich oft der Gnade politischer Profiteure und habgieriger Opportunisten aus dem Norden ausgesetzt. Was den meisten aber der wohl größte Dorn im Auge ist, sind ehemalige Sklaven, die nun politischen Einfluss erlangen. Nach dem Bürgerkrieg kamen die ersten frei gewählten Afroamerikaner in Amt und Würden, zum Beispiel im Kongress. Ein echter Schlag ins Gesicht für Südstaatler, die glaubten, Afroamerikanern weit überlegen zu sein. Das Gesetz war nun nicht mehr auf ihrer Seite und da nahmen sie ihr Anliegen selbst in die Hand. Allen voran die terroristische Gruppierung des Ku Klux Klan.
Die Stimmung ist der perfekte Nährboden für rassistisch gefärbte Selbstjustiz. Der Klan wurde 1865 von 6 jungen und gebildeten Südstaatenoffizieren gegründet. Sie schüchterten die oft abergläubischen ehemaligen Sklaven ein und hielten sie so davon ab, ihre Rechte wahrzunehmen. Ähnlich gesinnte Hassgruppen zu inspirieren und zu mobilisieren. Der Clan hat keinen direkt nachweisbaren Einfluss auf die große Politik, aber er versteht es, Verschwörungstheorien zu streuen und Rassenhass in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Und der wird dann von angeseheneren und einflussreicheren Gruppen aufgegriffen. Der Clan hat auch begonnen, sich im Verborgenen mit anderen gewaltbereiten rassistischen Gruppierungen zu verbünden, wie der Christian Identity, dem National Socialist Movement und der National Alliance. Everywhere the non-whites go, they destroy this land. Aber was ist ihr geheimer Plan für die Zukunft Amerikas? In den Schriften von Clan-Gruppierungen und ihren Gleichgesinnten geht es inzwischen nicht mehr so sehr darum, das Land zu erretten, sondern darum, einen eigenständigen Staat der Weißen zu schaffen. Was sie an der Unabhängigkeitserklärung am meisten hassen, ist der Satz: Alle Menschen sind gleich. Als die Nazis und Skinheads auf der Bildfläche erschienen, hieß es nur noch Mord und Totschlag. Sie wollen eine rein weiße Welt, ohne Juden, ohne Mexikaner, ohne Schwarze. Sie bereiten sich ständig auf den sogenannten Rassenkrieg vor. Darum dreht sich alles. Wenn die Zeit gekommen ist, musst du deine Rasse verteidigen. Dann ging es darum, Amerika zu stürzen und dass sie Amerika hassen. Sie wollen eine ausgewachsene Revolution im ganzen Land, ohne Stimmzettel, sondern mit Sturmgewehr. Befindet sich Amerika also mit dieser kleinen, aber unvermindert hasserfüllten Organisation im Krieg? Stellt der Ku Klux Klan mit programmatischer Intoleranz, Rassenhass und Gewalt wirklich eine Gefahr dar? Wenn je eine terroristische Gruppierung Einfluss in den USA hatte, dann der Ku Klux Klan. Es geht nicht um freie Meinungsäußerung oder um verfassungsmäßige Rechte. Hier geht es um Selbstsucht und um Menschen, die meinen, nur ihre Rechte seien wichtig. Solange der Clan diese Haltung vertritt, besteht definitiv Grund zur Sorge, egal wie klein er ist. Eben weil der Clan als Inbegriff weißer Vorherrschaft gilt, wird er nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden. Einführung von Bürgerrechten für Afroamerikaner entscheiden. Das könne nicht auf Bundesebene geschehen. Nach dem Bürgerkrieg hatte die Regierung in Washington eindeutig mehr Macht als vorher und damit mehr Einfluss auf das Leben in Amerika. Das ist bis heute so. Obwohl es nicht gelingt, alle Clan-Gruppierungen in einer Organisation zusammenzuschließen, wächst ihr Einfluss. Die Ziele sind simpel. Sie wollen das Wahlrecht für Schwarze aushebeln und mit allen Mitteln Angst und Schrecken verbreiten. Versammlungsorte von Afroamerikanern, besonders Kirchen und Schulen, werden zu Zielscheiben. Wenn du sicher gehen willst, dass sie ungebildet bleiben, brennen ihre Schulen nieder. Und die Kirchen brennst du nieder, weil sie den Mittelpunkt ihrer Gemeinschaft bilden und die Menschen dort gestärkt werden. So hält man eine Gesellschaft klein. Und darin war der Clan sehr gut. Auch Lynchmorde und Erschießungen sind beliebte Methoden des Clans. Zügellose Gesetzlosigkeit greift um sich. Der Clan und andere rechtsextreme Gruppierungen ermordeten allein in Louisiana mehr als 3000 Menschen. Und das nur, um das Wahlrecht der Schwarzen zu untergraben.
Aber der grassierende rassistische Terror im Süden bleibt in Washington nicht unbemerkt. Am 20. April 1871 unterzeichnet Präsident Ulysses S. Grant den Ku Klux Act. Der Erlass erleichtert Inhaftierungen und ermöglicht den Einsatz militärischer Truppen, um in den Südstaaten die Ordnung wiederherzustellen. Er ist ebenso umstritten wie wirksam. Dieser Erlass stutzte dem Klan die Krallen. Er erklärte jegliche Handlungen für illegal, die sich gegen das Wahlrecht amerikanischer Bürger richteten. Der Klan scheint ein für allemal ausgerottet. Seine Kapuzenreiter und mythischen Traditionen werden zu Relikten der Vergangenheit. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts lassen neue gesellschaftliche Probleme den Klan wieder auferstehen. Als unerwarteter Verbündeter tritt eine faszinierende neue Technologie auf den Plan, die den Geheimbund größer und mächtiger werden lässt als je zuvor. Der Spielfilm. Seit seiner Gründung im Jahr 1865 gab es viele Versuche, dem Ku Klux Klan den Boden zu entziehen, ihn rechtlich zu belangen oder sogar zu verbieten. Aber er hält sich hartnäckig. Wie ein Geschwür frisst er sich durch das amerikanische Rechtssystem, geschützt von den verfassungsmäßigen Freiheiten, die er selbst untergraben will. Aber wird er damit Erfolg haben? Könnte der Ku Klux Klan Amerika in einen neuen Bürgerkrieg stürzen? Dieses Mal in einen Rassenkrieg. Es wäre gefährlich zu glauben, dass so etwas in Amerika nicht möglich ist. Wasser auf die Mühlen vieler Mittelständler in den Südstaaten. Aber er verzichtete auf die rassistische Färbung früherer Jahre. Duke galt damals als furchterregendes neues Gesicht der weißen Vorherrschaft und möglicher zukünftiger Präsident der USA. Johnny Lee Clary schreibt dem wortgewandten, charismatischen Anführer einen Fanbrief. Kurz darauf bekommt er Besuch von einem Clan-Mitglied, das ihn rekrutieren will. Er sagte, du hattest ein schreckliches Leben. Kein Kind sollte so etwas durchmachen. Aber ich habe gute Nachrichten. Ku Klux Klan kommt vom griechischen Wort Kyklos, das bedeutet Kreis. Und Klan ist schottisch und steht für Familie. Wir sind also ein Familienkreis. Genau das, was du brauchst. Damals hätte mich jede Gruppierung damit gekriegt. Durch Zufall war es eben der Ku Klux Klan. Für den Klan ist Clary leichte Beute. Mit wirksamen Propagandamethoden wird er zum rassistischen, antisemitischen Fußsoldaten umerzogen. Sie lehrten mich, Juden zu hassen. Ich wusste nicht mal, was ein Jude ist. Sie sagten, Juden seien böse und hätten sich gegen uns verschworen. Das haben sie mir eingetrichtert. Clary lernt auch die geheimen Codes und Kommunikationsmethoden des Clans. Zum Beispiel der geheime Händedruck. Du triffst einen Clansmann und schüttelst ihm die Hand. Dabei drehst du sie so rum. Er dreht deine andersrum. Das wird seit Jahrzehnten gemacht. Oder du nimmst beim Händedruck diese beiden Finger und drückst sie ans Handgelenk, den Daumen nach oben, und die Hände drehen. Der Clan hat viele Codewörter und Phrasen, um sich eine weiße Revolution für die einzige Lösung. Vieles wurde unter Verschluss gehalten. Bis jetzt. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren? Was steht darin geschrieben?
Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Dienstag, 20. Januar 2009. Wahlsieger Barack Obama wird als 44. Präsident der USA vereidigt. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Er ist der erste Afroamerikaner, der das höchste Amt der USA antritt. Rekordverdächtige 2 Millionen Menschen versammeln sich auf der National Mall, um dem Ereignis beizuwohnen. Weltweit verfolgen es zig Millionen vor dem Fernseher. Am Tag seiner Amtseinführung liegt Obamas Zustimmungsrate in der Bevölkerung bei fast 70%. Aber nicht alle Amerikaner teilen die Begeisterung. Manche sind entsetzt, dass ihr Präsident kein Weißer ist. Dazu zählt auch eine kleine, aber gefährliche Gruppe von immer mehr Männern und Frauen, die Obamas Amtszeit nutzen will, um Angst und Hass zu schüren. Der Ku Klux Klan. Die Wahl von Barack Obama im November 2008 war für rassistische Gruppierungen wie den Ku Klux Klan ein echter Schlag. Davor hatten sie sich seit Jahren gefürchtet. Ein Afroamerikaner als mächtigster Mann der Vereinigten Staaten. Sie sorgten sich, dass das weiße Amerika, die weiße Kultur und die Nation untergehen. Dass die Traditionen, die Amerika groß gemacht haben, von einer sozialistischen Vielfaltsgesellschaft mit Füßen getreten werden. Wörter und Phrasen, um sich jederzeit zu erkennen. Das Akronym KIGY steht für Klansmann, ich grüße dich. AYAK bedeutet, bist du ein Klansmann? Die Antwort lautet, AKIA, ein Klansmann bin ich. Clary legt auch die charakteristische Robe des Clans an, das sogenannte Ruhmesgewand. Ich weiß noch, wie ich die Robe das erste Mal anzog. Ich fand's cool und hätte am liebsten drin geschlafen. Ich war jung und voll dabei. 16 Jahre lang arbeitet sich Clary in der Clan-Hierarchie nach oben. Bis zum Anführer der White Knights of the Ku Klux Klan in Mississippi, der militantesten Klan-Organisation der USA. Die Morde und Gewalttaten dieser subversivsten aller Geheimorganisationen werden angeblich akribisch von der US-Regierung dokumentiert. Doch warum duldet sie deren Fortbestand? Und kommen die Rekrutierer immer noch an die Haustür? Oder bedienen sie sich modernerer, zeitgemäßer Methoden, um Schäfchen anzulocken? Heute nutzt der Ku Klux Klan ein wirksames, neues Werkzeug, um seine Mitglieder schneller und unbemerkter zu rekrutieren als je zuvor. Das Internet. Rassistische Gruppierungen, besonders der Ku Klux Klan, sind ganz vorne dabei, wenn es um die Nutzung neuer Kommunikationsmittel geht. Anfang 1995 stellte Klan-Mitglied Donald Black die erste große rassistische, nationalistische Website ins Netz. Sie heißt Stormfront und erfreut sich bis heute größter Beliebtheit unter den Hass-Websites. Sie sind online sehr aktiv. Der Clan hat verschiedene Websites und Foren, in denen man kommunizieren kann. Aber das effektivste Mittel, um aus neugierigen Beobachtern aktive Mitglieder für den Geheimbund zu machen, ist noch immer die persönliche Ansprache. Dabei haben die Clan-Mitglieder sowohl Männer als auch Frauen im Visier.
Junge, Arme, Arbeitslose und Ungebildete. Ich war Groß Kriegel von Oklahoma, also PR-Mann, zuständig für die Rekrutierung. Ich verfolgte in der Zeitung, wo Farmer ihre Höfe verloren oder wo Fabriken geschlossen wurden. In seiner Hochphase hat der Klan 75 Kongressmitglieder und mindestens 16 US-Senatoren in seinen Reihen. Gäbe es ein Geheimbuch der USA über den Ku Klux Klan, wären die meisten Amerikaner überrascht, wie viele prominente Mitglieder er hatte. Bevor Hugo Black an den obersten Gerichtshof kam, war er Senator und anfangs auch Mitglied des Klans. Die Ironie ist, dass Black während seiner langen Dienstzeit am obersten Gerichtshof ziemlich liberal auftrat und den Klan später sogar offen ablehnte. Das heißt nicht unbedingt, dass er seine Ansichten geändert hatte. Insgeheim kann er daran festgehalten haben. Diese Richter haben große Macht. Immerhin legen sie die Gesetze aus. Eine bessere Position, um eigene Ziele umzusetzen, gibt es wohl nicht. Einige behaupten sogar, ein Clansmann hätte es bis ins höchste Amt des Landes geschafft, ins Weiße Haus. Beweise gibt es allerdings keine. Aber ein bekannter Senator war tatsächlich ein mächtiges und einflussreiches Mitglied des Ku Klux Klan, Senator Robert Byrd aus West Virginia. Mit Anfang 20 engagierte sich Robert Byrd für längere Zeit in Ku Klux Klan in West Virginia. Auch später machte er sich für einige ihrer Ideen stark. Er hat für den Klan rekrutiert und war fest darin verankert. Er sprach sich offen für den Klan aus, als er erstmals für den Senat kandidierte. Obwohl sich Byrd später vom Klan distanziert und eine erfolgreiche Karriere durchläuft, finden es manche besorgniserregend, dass es überhaupt Politiker gibt, die dem Klan beitreten. Ihre Begründungen sind schon amüsant. Ohne die Mitgliedschaft in der Ortsgruppe des Clans wäre ich jetzt kein erfolgreicher Politiker. Oder ich hielt es damals für richtig, es war eine Jugendsünde. Aber das ist kein wirklich neues Problem. Als die US-Steuerbehörde 1944 eine Nachzahlung in Höhe von $685.000 vom Klan fordert, löst er sich offiziell als nationale Organisation auf. Einige mutmaßen jedoch, dass dieses zweite Kapitel in der Geschichte des Klans aus anderen, geheimen Gründen zu Ende ging. Die zweite Ära des Clans fand nach einem Sex- und Geldskandal ein jähes Ende. Und vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit aber immer noch äußerst kontrovers. Er jonglierte mit Reizwörtern wie Drogen, Kriminalität und Quotenregelung. Wasser auf die Mühlen vieler Mittelständler in den Südstaaten. Aber er verzichtete auf die rassistische Färbung früherer Jahre. Duke galt damals als furchterregendes neues Gesicht der weißen Vorherrschaft und möglicher zukünftiger Präsident der USA. Johnny Lee Clary schreibt dem wortgewandten, charismatischen Anführer einen Fanbrief. Kurz darauf bekommt er Besuch von einem Clan-Mitglied, das ihn rekrutieren will. Er sagte, du hattest ein schreckliches Leben. Kein Kind sollte so etwas durchmachen. Aber ich habe gute Nachrichten. Ku Klux Klan kommt vom griechischen Wort Kyklos, das bedeutet Kreis. Und Klan ist schottisch und steht für Familie. Wir sind also ein Familienkreis. Genau das, was du brauchst. Damals hätte mich jede Gruppierung damit gekriegt. Durch Zufall war es eben der Ku Klux Klan. Für den Klan ist Clary leichte Beute. Mit wirksamen Propagandamethoden wird er zum rassistischen, antisemitischen Fußsoldaten umerzogen. Sie lehrten mich, Juden zu hassen. Ich wusste nicht mal, was ein Jude ist. Sie sagten, Juden seien böse und hätten sich gegen uns verschworen. Das haben sie mir eingetrichtert.
Clary lernt auch die geheimen Codes und Kommunikationsmethoden des Clans. Zum Beispiel der geheime Händedruck. Du triffst einen Clansmann und schüttelst ihm die Hand. Dabei drehst du sie so rum. Er dreht deine andersrum. Das wird seit Jahrzehnten gemacht. Oder du nimmst beim Händedruck diese beiden Finger und drückst sie ans Handgelenk, den Daumen nach oben. Und die Hände drehen. Der Clan hat viele Codewörter und Phrasen, um sich jederzeit zu erkennen. Das Akronym KIGY steht für Clansmann, ich grüße dich. AYAK bedeutet, bist du ein Clansmann? Die Antwort lautet AKIA, ein Clansmann bin ich. Clary legt auch die charakteristische Robe des Clans an, das sogenannte Ruhmesgewand. Ich weiß noch, wie ich die Robe das erste Mal anzog. Ich fand's cool und hätte am liebsten drin geschlafen. Ich war jung und voll dabei. 16 Jahre lang arbeitet sich Clary in der Clan-Hierarchie nach oben. Bis zum Anführer der White Knights of the Ku Klux Klan in Mississippi, der militantesten Clan-Organisation der USA. Zum Beispiel der geheime Händedruck. Du triffst einen Clansmann und schüttelst ihm die Hand. Dabei drehst du sie so rum. Er dreht deine andersrum. Das wird seit Jahrzehnten gemacht. Oder du nimmst beim Händedruck diese beiden Finger und drückst sie ans Handgelenk, den Daumen nach oben. Und die Hände drehen. Der Clan hat viele Codewörter und Phrasen, um sich jederzeit zu erkennen. Das Akronym KIGY steht für Clansmann, ich grüße dich. AYAK bedeutet, bist du ein Clansmann? Die Antwort lautet AKIA, ein Clansmann bin ich. Clary legt auch die charakteristische Robe des Clans an, das sogenannte Ruhmesgewand. Ich weiß noch, wie ich die Robe das erste Mal anzog. Ich fand's cool und hätte am liebsten drin geschlafen. Ich war jung und voll dabei. 16 Jahre lang arbeitet sich Clary in der Clan-Hierarchie nach oben. Bis zum Anführer der White Knights of the Ku Klux Klan in Mississippi, der militantesten Clan-Organisation der USA. Die Morde und Gewalttaten dieser subversivsten aller Geheimorganisationen werden angeblich akribisch von der US-Regierung dokumentiert. Doch warum duldet sie deren Fortbestand? Und kommen die Rekrutierer immer noch an die Haustür? Oder bedienen sie sich modernerer, zeitgemäßer Methoden, um Schäfchen anzulocken? Heute nutzt der Ku Klux Klan ein wirksames, neues Werkzeug, um seine Mitglieder schneller und unbemerkter zu rekrutieren als je zuvor. Das Internet. Rassistische Gruppierungen, besonders der Ku Klux Klan, sind ganz vorne dabei, wenn es um die Nutzung neuer Kommunikationsmittel geht. Anfang 1995 stellte Clan-Mitglied Donald Black die erste große rassistische, nationalistische Website ins Netz. Sie heißt Stormfront und erfreut sich bis heute größter Beliebtheit unter den Hass-Websites. Sie sind online sehr aktiv. Der Clan hat verschiedene Websites und Foren, in denen man kommunizieren kann. Aber das effektivste Mittel, um aus neugierigen Beobachtern aktive Mitglieder für den Geheimbund zu machen, ist noch immer die persönliche Ansprache. Dabei haben die Clan-Mitglieder sowohl Männer als auch Frauen im Visier. AKIA, ein Clansmann bin ich. Clary legt auch die charakteristische Robe des Clans an, das sogenannte Ruhmesgewand. Ich weiß noch, wie ich die Robe das erste Mal anzog. Ich fand's cool und hätte am liebsten drin geschlafen. Ich war jung und voll dabei. 16 Jahre lang arbeitet sich Clary in der Clan-Hierarchie nach oben.
bis zum Anführer der White Knights of the Ku Klux Klan in Mississippi, der militantesten Klan-Organisation der USA. Die Morde und Gewalttaten dieser subversivsten aller Geheimorganisationen werden angeblich akribisch von der US-Regierung dokumentiert. Doch warum duldet sie deren Fortbestand? Und kommen die Rekrutierer immer noch an die Haustür? Oder bedienen sie sich modernerer, zeitgemäßer Methoden, um Schäfchen anzulocken? Heute nutzt der Ku Klux Klan ein wirksames, neues Werkzeug, um seine Mitglieder schneller und unbemerkter zu rekrutieren als je zuvor. Das Internet. Rassistische Gruppierungen, besonders der Ku Klux Klan, sind ganz vorne dabei, wenn es um die Nutzung neuer Kommunikationsmittel geht. Anfang 1995 stellte Klan-Mitglied Donald Black die erste große rassistische, nationalistische Website ins Netz. Sie heißt Stormfront und erfreut sich bis heute größter Beliebtheit unter den Hass-Websites. Sie sind online sehr aktiv. Der Klan hat verschiedene Websites und Foren, in denen man kommunizieren kann. Aber das effektivste Mittel, um aus neugierigen Beobachtern aktive Mitglieder für den Geheimbund zu machen, ist noch immer die persönliche Ansprache. Dabei haben die Klan-Mitglieder sowohl Männer als auch Frauen im Visier. Junge, Arme, Arbeitslose und Ungebildete. Ich war Groß Kriegel von Oklahoma, also PR-Mann, zuständig für die Rekrutierung. Ich verfolgte in der Zeitung, wo Farmer ihre Höfe verloren oder wo Fabriken geschlossen wurden. Da bin ich dann hin und habe gesagt, seht ihr, die Regierung betrügt euch. Ich gab den Juden die Schuld oder wem auch immer. Sie hörten mir zu und fragten, wo soll ich unterschreiben? Ich bin dabei. Mit der Taktik habe ich viele angeworben. Nicht auf Bundesebene geschehen. Nach dem Bürgerkrieg hatte die Regierung in Washington eindeutig mehr Macht als vorher und damit mehr Einfluss auf das Leben in Amerika. Das ist bis heute so. Obwohl es nicht gelingt, alle Klan-Gruppierungen in einer Organisation zusammenzuschließen, wächst ihr Einfluss. Die Ziele sind simpel. Sie wollen das Wahlrecht für Schwarze aushebeln und mit allen Mitteln Angst und Schrecken verbreiten. Versammlungsorte von Afroamerikanern, besonders Kirchen und Schulen, werden zu Zielscheiben. Wenn du sicher gehen willst, dass sie ungebildet bleiben, brenn ihre Schulen nieder. Und die Kirchen brennst du nieder, weil sie den Mittelpunkt ihrer Gemeinschaft bilden und die Menschen dort gestärkt werden. So hält man eine Gesellschaft klein. Und darin war der Klan sehr gut. Auch Lynchmorde und Erschießungen sind beliebte Methoden des Klans. Zügellose Gesetzlosigkeit greift um sich. Der Klan und andere rechtsextreme Gruppierungen ermordeten allein in Louisiana mehr als 3000 Menschen. Und das nur, um das Wahlrecht der Schwarzen zu untergraben. Aber der grassierende rassistische Terror im Süden bleibt in Washington nicht unbemerkt. Am 20. April 1871 unterzeichnet Präsident Ulysses S. Grant den Ku Klux Act. Der Erlass erleichtert Inhaftierungen und ermöglicht den Einsatz militärischer Truppen, um in den Südstaaten die Ordnung wiederherzustellen. Er ist ebenso umstritten wie wirksam. Dieser Erlass stutzte dem Klan die Krallen. Er erklärte jegliche Handlungen für illegal, die sich gegen das Wahlrecht amerikanischer Bürger richteten. Der Klan scheint ein für alle Mal ausgerottet.
Seine Kapuzenreiter und mythischen Traditionen werden zu Relikten der Vergangenheit. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts lassen neue gesellschaftliche Probleme den Clan wieder auferstehen. Als unerwarteter Verbündeter tritt eine faszinierende neue Technologie auf den Plan, die den Geheimbund größer und mächtiger werden lässt als je zuvor. Der Spielfilm. Aber der Clan hat nicht nur ehemalige Sklaven im Visier. Es ist kaum bekannt, dass der Clan auch häufig weiße Frauen angriff. Die wollten sie doch eigentlich schützen. Es waren meist Frauen aus dem Norden, die befreiten Sklaven das Lesen beibrachten. Viele von ihnen wurden von Clansmännern vergewaltigt, geteert und gefedert oder ausgepeitscht. Bei einem Geheimtreffen in Nashville im April 1867 wollen sich die einzelnen Clan-Gruppierungen zu einer einheitlichen paramilitärischen Untergrundorganisation zusammenschließen. Das sogenannte Unsichtbare Reich soll die weiße Vorherrschaft wiederherstellen, indem das von der Regierung beschlossene Wahlrecht ausgehebelt wird, das viele Südstaatler für verfassungswidrig halten. Die Südstaaten hat es immer gestört, dass sich Washington in vermeintlich lokale Fragen einmischte. Sie fanden, jeder Bundesstaat solle eigenständig über die Einführung von Bürgerrechten für Afroamerikaner entscheiden. Das könne nicht auf Bundesebene geschehen. Nach dem Bürgerkrieg hatte die Regierung in Washington eindeutig mehr Macht als vorher und damit mehr Einfluss auf das Leben in Amerika. Das ist bis heute so. Obwohl es nicht gelingt, alle Clan-Gruppierungen in einer Organisation zusammenzuschließen, wächst ihr Einfluss. Die Ziele sind simpel. Sie wollen das Wahlrecht für Schwarze aushebeln und mit allen Mitteln Angst und Schrecken verbreiten. Versammlungsorte von Afroamerikanern, besonders Kirchen und Schulen, werden zu Zielscheiben. Wenn du sicher gehen willst, dass sie ungebildet bleiben, brenn ihre Schulen nieder. Und die Kirchen brennst du nieder, weil sie den Mittelpunkt ihrer Gemeinschaft bilden und die Menschen dort gestärkt werden. So hält man eine Gesellschaft klein. Und darin war der Clan sehr gut. Auch Lynchmorde und Erschießungen sind beliebte Methoden des Clans. Zügellose Gesetzlosigkeit greift um sich. Der Clan und andere rechtsextreme Gruppierungen ermordeten allein in Louisiana mehr als 3000 Menschen. Und das nur, um das Wahlrecht der Schwarzen zu untergraben. Aber der grassierende rassistische Terror im Süden bleibt in Washington nicht unbemerkt. Am 20. April 1871, Obama wird als 44. Präsident der USA vereidigt. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Er ist der erste Afroamerikaner, der das höchste Amt der USA antritt. Rekordverdächtige 2 Millionen Menschen versammeln sich auf der National Mall, um dem Ereignis beizuwohnen. Weltweit verfolgen es zig Millionen vor dem Fernseher. Am Tag seiner Amtseinführung liegt Obamas Zustimmungsrate in der Bevölkerung bei fast 70%. Aber nicht alle Amerikaner teilen die Begeisterung. Manche sind entsetzt, dass ihr Präsident kein Weißer ist. Dazu zählt auch eine kleine, aber gefährliche Gruppe von immer mehr Männern und Frauen, die Obamas Amtszeit nutzen will, um Angst und Hass zu schüren. Der Ku Klux Klan.
Die Wahl von Barack Obama im November 2008 war für rassistische Gruppierungen wie den Ku Klux Klan ein echter Schlag. Davor hatten sie sich seit Jahren gefürchtet. Ein Afroamerikaner als mächtigster Mann der Vereinigten Staaten. Sie sorgten sich, dass das weiße Amerika, die weiße Kultur und die Nation untergehen. Dass die Traditionen, die Amerika groß gemacht haben, von einer sozialistischen Vielfaltsgesellschaft mit Füßen getreten werden. Für sie ist eine weiße Revolution die einzige Lösung. Eine ausgewachsene Revolution, bei der du jeden abknallst, bis dein Ziel erreicht ist. Aber wie groß, einflussreich und gefährlich ist der Ku Klux Klan? Und wie anfällig sind die heutigen USA für die Rassenhasspropaganda dieser Organisation? Es gibt mehr Clan-Gruppierungen als je zuvor. Schätzungen gehen von 5.000 bis 8.000 Clan-Mitgliedern aus, die über die gesamte USA verteilt sind. Die Geschichte zeigt, je stärker eine Gruppe zersplittert, und das trifft besonders auf den Clan zu, desto brutaler wird ihre Vorgehensweise, weil niemand die Radikalen in den eigenen Reihen kontrolliert. Obwohl der globale und innere Terrorismus immer mehr zunimmt, mag es überraschen, dass gesellschaftliche Probleme den Clan wieder auferstehen. Als unerwarteter Verbündeter tritt eine faszinierende neue Technologie auf den Plan, die den Geheimbund größer und mächtiger werden lässt als je zuvor. Der Spielfilm. Medienberichte über Gewalt und Rassenhass haben dem Ku Klux Klan schon immer in die Hände gespielt. Über Angst, Vorurteile und Paranoia rekrutiert der Clan Gleichgesinnte und verbreitet so noch mehr Hass. Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Boden für diese Saat besonders fruchtbar. Die industrielle Revolution hat Millionen arbeitswilliger Immigranten über Ellis Island in die Vereinigten Staaten geführt. Sie alle wollen den amerikanischen Traum leben. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kamen viele Einwanderer ins Land. Darunter viele Menschen jüdischen Glaubens aus slawischen Staaten, also aus Osteuropa. Und von dort kamen auch viele Katholiken. Mitten in diesem kulturellen und technologischen Boom kommt eine Innovation auf, die vielleicht den größten Einfluss hat, der Spielfilm. Und eines der vielleicht größten Geheimnisse des Clans ist, dass ein Film ihn größer und bedrohlicher werden ließ als je zuvor. Die Geburt einer Nation erzählt die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs und der Wiederaufbaujahre aus Sicht zweier amerikanischer Familien. Viele bejubeln das Leinwand-Epos als Meisterwerk, aber für andere ist er ein filmgewordener Albtraum. Die Geburt einer Nation sorgte überall in den USA für großen Wirbel. Der Film schlug ein wie eine Bombe. Er glorifiziert ganz klar die Rolle des Ku Klux Klan nach dem Bürgerkrieg. Regisseur Griffith baute den Film auf zwei Romanen auf, The Klansman und The Leopard Spots, beide von Thomas Dixon. Griffith erweckte den Eindruck, dass anständige weiße Südstaatler sich erhoben, um sich vor den furchtbaren Schwarzen zu schützen. Interessanterweise nimmt das FBI den Clan und seine Straftaten erst jetzt so gezielt ins Visier. Gibt es für das lange Zögern womöglich einen Grund, der unter Verschluss gehalten wird?
6. November 2012 wird US-Präsident Obama im Amt bestätigt. Anders als noch vor 4 Jahren hat er den Wahlkampf nur knapp für sich entschieden. Das Land hat die Krise noch nicht überwunden. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Staatsverschuldung steigt. Themen wie das Gesundheitswesen, die Rechte Homosexueller, das Recht auf Abtreibung, Waffenkontrolle und gerechte Besteuerung spalten die Bevölkerung. Der Ku Klux Klan hat nicht vor, diese Fragen zu lösen, sondern für seine Zwecke zu nutzen. Mindestens eine Klangruppierung unterstützte Obama, in der Hoffnung, die Lage würde sich verschlechtern. Zum Teil ging die Rechnung auf. Seit Obamas Wahl gibt es einen enormen Anstieg organisierter Hassgruppen in Amerika. Wird der Ku Klux Klan einmal mehr auferstehen? Seit Beginn des Jahrtausends hat der Klan diverse Ereignisse erfolgreich für sich nutzen können. Zum Beispiel die Anschläge vom 11. September. Oder auch die Zuwanderung. Derzeit sind Immigranten und die gleichgeschlechtliche Ehe große Themen. Der Klan sucht sich eben raus, was aktuell die Gemüter erhitzt. Die Clan-Gruppierungen haben gelernt, auf dem Schirm zu bleiben. Steht ihr Name auf einem Schild irgendwo am Highway, gibt es sofort einen Aufruhr und Verbotsanträge. Aber Fakt ist, dass der Clan das Recht hat, so etwas zu tun. Egal wie furchtbar man diese Gruppierung auch finden mag. Vielleicht noch perfider als die Rekrutierungstaktiken des Clans ist seine Fähigkeit, ähnlich gesinnte Hassgruppen zu inspirieren und zu mobilisieren. Der Clan hat keinen direkt nachweisbaren Einfluss auf die große